Hi, willkommen zurück zu Splatoon 2 Online. Ihr habt jetzt gerade wahrscheinlich den Titel gelesen und denkt euch: Ohne Witz, Kai, was laberst du da? Als ob's bei dir spukt. Ich spucke dich gleich an. Ja, aber bevor ihr mich anspuckt, damit es bei mir spukt, lass mich bitte erstmal auf das Thema kommen. Warum überhaupt dieser Titel, Kai? Bei mir spukt es. Hast du etwa einen Titel rausgepickt oder ein Thema rausgepickt, das du jetzt nehmen kannst, damit du ein weiteres Video füllen kannst, Kai? Wiederhole ich bitte nicht allzu krass, okay? Nein, also ich sag mal so, der Titel, der das in Frage stellt, was ich heute bespreche, und der das Ganze in Fragen hüllt, ja, mit dem möchte ich mich heute auseinandersetzen und, ich möchte diese Frage vielleicht ein wenig beleuchten, ja? Oder wie Jonathan Frakes sagen würde: Spukt es bei Kai etwa zu Hause wirklich? Oder wurde er etwa nur angespuckt? Ja, irgendwie so. Nee, also ja, es ist wirklich ein krasser Gedanke, der mich in den letzten Tagen hegt. Ziemlich genau seit einer Woche. Vielleicht kriege ich einfach nur ein bisschen Paranoia, weil ich mir momentan ein paar YouTube-Videos anschaue, die um dieses Thema handeln. Ja, Geister, Horror, Spuk, Grusel und solche ganzen Geschichten, Dämonen, der ganze Müll. Ich kam nämlich letzte Woche auf den YouTube-Kanal Creepypasta Punch. Es ist jemand, der, wer hätte es gedenkt, YouTube-Videos macht zu allen möglichen creepy Sachen, ja? Creepypastas oder auch wirklich gruselige Ereignisse, die sich hier auf der Welt abgespielt haben und all das Ganze drum und dran, was halt mit Horror zusammenhängt und sowas. Und darüber macht er Videos und ich kam halt durch das Elsa-Gate-Video, was er gemacht hat, auf ihn. Und dann dachte ich mir so, okay, komm, ist ja eigentlich eine coole Person, ja? Mal gucken, wie so die anderen Videos sind. Und da habe ich halt mitbekommen, dass er ganz gerne Creepypasta-Geschichten schreibt. Und diese den Leuten vorliest und so. Und das macht er halt in einer ziemlich, ziemlich guten Attitüde. Also ich sag mal, wenn er Gruselgeschichten oder generell, wenn er Videos macht, klingt das sehr, sehr authentisch und sehr, 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 sehr atmosphärisch. Er bringt durch seine Art, wie er etwas vorliest und so und wie er etwas an den Mann bringt, ziemlich authentisch bei dem, was er tut. Und dann auch natürlich glaubhaft und so weiter. Und er verbreitet mit seiner Stimme so eine düstere Atmosphäre. Aber es soll heute nicht um ihn gehen. Es geht heute halt um hauptsächlich die Frage, ob es denn in meiner Wohnung spukt. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich kann sagen, durch die Videos von Creepypasta Punch habe ich angefangen, meine Wohnung aus einer anderen Sicht zu sehen. Warum das so ist, das erklären wir gleich im zweiten Kampf. Aber grundsätzlich, seitdem ich die Videos von ihm geschaut habe, sämtliche Videos, ihr müsst wissen, in der ganzen Woche, also seit der letzten Woche, seitdem ich seinen Kanal kenne, habe ich so gut wie jedes Video von ihm gesehen. Also es fehlen einige, aber die meisten seiner Videos habe ich gesehen. Locker mehr als die Hälfte, vielleicht sogar schon 80%, aber seine Videos waren der Grund, warum ich denke, oder warum ich den Verdacht hege, warum ich mich frage, ob es in dieser Wohnung vielleicht spuken könnte. Bevor ich aber auf die Fragestellung komme, warum es bei mir spukt, muss ich euch erstmal ein bisschen was von meiner Wohnung erzählen. Ne? Ich bin ja Mitte September in meine neue Wohnung gezogen und diese Wohnung hier ist quasi, sie sticht heraus. Ich wohne in einem sehr, 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 sehr alten Mehrfamilienhaus der 1950er Jahre. Ne? Also es kam gerade so aus der Nachkriegszeit. Ja? 5 Jahre danach wurde dieses Haus quasi gebaut, nach dem Zweiten Weltkrieg, und dennoch ist meine Wohnung hingegen aller Fakten zu diesem Haus, dass es halt sehr alt ist und sehr, sehr, sehr gruselig durch die Tatsache, dass dieses Gemäuer auch ziemlich, ziemlich komisch ist, weil ihr müsst euch vorstellen, sämtliche Wohnungen in diesem Haus sind altbacken, ja? Bis auf meine Wohnung. Sie wurde komplett saniert, komplett renoviert. Und es gibt keine andere Wohnung in diesem Haus,
die komplett saniert und renoviert worden ist. Und ich frage mich allein deswegen schon. Hey, warum wurde diese Wohnung komplett saniert und renoviert? Wahrscheinlich natürlich, um neue Mieter anzulocken. Ja, das hat ja auch bei mir geklappt, müsst ihr sich vorstellen. Ja, sonst wäre ich ja nicht hier. Ja. Aber ich weiß nicht, diese Fragestellung bei mir besteht immer noch, warum wurde diese Wohnung komplett saniert? Ich meine, man hätte ja auch irgendwie nur die Tapeten abreißen können und fertig. So, es wäre nicht nötig gewesen, hier irgendwie alles neu zu machen, ja? Den Fußboden zu erneuern. Das Badezimmer zu erneuern, alles zu erneuern. Das wäre ja gar nicht nötig gewesen. Trotzdem hat man das gemacht und ich frage mich, wieso? Gab es hier etwa in der Vergangenheit einen brutalen Mord? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ehrlich gesagt. So, ob mein Vormieter irgendwie brutal abgeschlachtet worden ist oder ob er hier jemanden brutalst abgeschlachtet hat. Keine Ahnung. Ich will es auch gar nicht wissen, ehrlich gesagt, aber naja. Dann, nächste Tatsache, die man nicht leugnen kann, und zwar, ihr müsst wissen, das hier ist ein Mehrfamilienhaus, in dem wir mit 5 Parteien wohnen. Das ist ein 5-Parteien-Haus, das heißt, im Erdgeschoss wohnen 2 Leute, in der ersten Etage wohnen 2 Leute und in der zweiten Etage, also im Dachgeschoss, wohne ich als einzige Partei, ja. Gegenüber von mir sollte eigentlich eine Wohnung sein, weil logischerweise links und rechts sind immer halt Wohnungen und so, aber das Ding ist, nein, ich wohne quasi ganz alleine hier in diesem in dieser Dachgeschossetage. Und wisst ihr, wenn ich manchmal durch den Türspion gucke, sehe ich gegenüber von mir den Dachspeicher, in dem sich die verschiedensten Hausbewohner ihre Wäsche aufhängen können. Und das Ding ist halt so, was heißt das Ding, aber das Komische ist halt, manchmal ist diese Tür zum Dachgeschoss geöffnet und naja, wenn ich manchmal so durch den Türspion gucke, im Dunkeln und sehe, hey, das Treppenhauslicht ist zwar an, aber ich kann genau sehen, was in diesem Dachgeschoss, in diesem Dachspeicher passiert. Da wird mir schon ein bisschen mulmig dabei. Denn naja, entweder bin ich wirklich voreingenommen durch die Videos von Creepypasta Punch oder aber ich stelle mir halt echt vor, oder ich schiebe mir halt echt die Paranoia, dass wenn ich irgendwie durch einen Türspion gucke und sehe, was da in dieser Dachgeschossetage passiert. Ja. Kriege ich manchmal schon echt mit der Angst zu tun, weil ihr müsst wissen, manchmal ist diese Tür geöffnet, die zum Dachspeicher führt, und manchmal ist sie halt geschlossen. So, und ich bin ganz ehrlich, wenn ich sehe, okay, die ist auf, dann gehe ich ganz kurz raus, gehe zur Tür des Dachspeichers und mache die Tür zu, weil ich ja wirklich gar keinen Bock habe, da durchzuschauen, weil auch manchmal abends laufe ich halt raus, um halt einkaufen zu gehen oder so. Und wisst ihr, ich bin eigentlich nicht jemand, der sich im Dunkeln fürchtet. Aber seitdem ich halt diese Videos von Creepypasta Punch gesehen habe, kriege ich es ja schon mit der Angst zu tun. Allein wenn ich da durchschaue, wenn ich sehe, okay, die Tür ist ein Spalt weit offen zum Dachspeicher. Heilige Scheiße, mach die Türe zu. Nachher guckt er noch irgendwie eine Kreatur raus, von der ich nichts weiß, von dessen Existenz ich nichts weiß. Na, das ist auf jeden Fall schon mal so ein Punkt. Also ich meide es auch auf jeden Fall, entweder in den Keller zu gehen oder zum Dachspeicher, wenn es dunkel ist, weil nein, kannst du knicken. Vor allem, wie gesagt, dieses Haus hier ist ein ziemlich altes Gemäuer, ja, 50er Jahre. 50er Baujahr. Und da möchte man sich halt nicht zumuten, entweder in den Keller zu gehen oder in den Dachspeicher. Gerade weil man sich ja immer so durch die Creepypastas von Creepypasta Punch verschiedenste Dinge
ausmalt, die da sein können. Na, aber letzten Endes, vielleicht belasse ich mich auch einfach nur zu krass beeinflussen durch die Videos von ihm und denke mir, dass da etwas wäre, obwohl da vielleicht gar nichts ist. Ne? Ihr müsst wissen, ich glaube an paranormale Dinge, ich glaube an Geister, ich denke, dass es sowas gibt. Ich bin mir sogar sehr sicher, dass mir gerade, während ich das hier einspreche und während ich gerade das Splatoon 2 spiele, dass ein Dutzend Geister um mich herum oder generell Kreaturen, die ich nicht sehen kann, um mich herumschwirren und mich sehen können, ich sie aber nicht sehen kann. Ne? Und dieser Gedanke allein ist schon für mich hui. Ne? Da kriege ich schon so ein bisschen mit der Angst zu tun, wenn ich bedenke, oder wenn ich mir allein schon vorstelle, gerade wenn ich auch abends im Bett liege, dass ich beobachtet werde. Von Kreaturen, die ich aber nicht sehen kann. Das ist schon hammerhart. Doch, doch. Ob da aber wirklich etwas ist, oder ob ich es mir nur vorstelle, das weiß ich nicht. Ich weiß aber eine Sache, und zwar, ich bin mir sicher gewesen, dass ich an einem Tag die Schlafzimmertüre fest verschlossen habe. So, ich ging dann hier zu meinem Arbeitszimmer rein, nach ein paar Stunden ging ich auf Klo und sehe auf einmal, dass die Schlafzimmertüre offen steht. Und ich denke mir so, das kann nicht sein, ich habe die Türe doch zugemacht. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, das ist schon ziemlich komisch. Jetzt gerade habe ich auch irgendein Geräusch gehört und weiß nicht, wovon das kommt. Ich weiß nicht, wie ich dieses Geräusch zuordnen soll. Das ist echt creepy, Alter. Also, ich weiß ganz genau, ich habe die Schlafzimmertüre zugemacht. Ging nach ein paar Stunden auf Klo, und ihr müsst wissen, mein Klo ist ja gegenüber von meinem Schlafzimmer. Und auf einmal stand die Tür offen. Ich dachte mir so, das kann nicht sein. Ich habe die Türe zugemacht. Alter. Letzten Endes, vielleicht lag es daran, dass ich sie nicht richtig zugemacht habe, weil ihr müsst wissen, ich muss schon ein bisschen Druck anwenden an den Türen, damit die zugehen. Gerade bei der Schlafzimmertür. Und vielleicht hat die ja wirklich dann, vielleicht habe ich sie nicht stark genug zugemacht, sodass sie halt, sich wieder durch den Wind im Zimmer aufgeschoben hat. Vielleicht, ja. So, jetzt kommen wir aber zu einer anderen Geschichte. Und zwar, ihr wisst ja, ich mache ja hier und da mal die Nacht durch, um ein bisschen Vorrat aufzunehmen und so weiter und so fort. Und da war es einmal so, das war Anfang Oktober. Da habe ich gerade Mario und Luigi Superstar Saga und Bowser Schergen aufnehmen wollen. Und wisst ihr, ich habe mein Arbeitszimmer soweit isoliert gehabt. Also das Zimmer war soweit so, dass das Fenster zu war. Weil logisch, sonst hört man mich ja draußen. Und draußen habe ich halt irgendwie etwas gehört. Gelächter oder lautes Gerede. Und ich gehe raus, oder ich mach das Fenster auf, gucke raus, und da war nichts. Ich habe da wieder nichts gehört. Habe mich wieder hingesetzt. 5 Minuten später habe ich wieder irgend so ein Gelächter oder ein lautes Gerede gehört, was nur von draußen kommen kann. Weil es halt in Richtung ist, diese Stimmen oder dieses Gelächter kam von Richtung draußen. Ich habe wieder das Fenster aufgemacht und da war nichts um Mitternacht, 1 Uhr morgens, logischerweise. Und das war auch das Moment, wo ich mir dachte, okay. Was auch immer das gewesen ist, bitte lasst sie mich in Ruhe. Vielen Dank. Ja, und das sind bisher die Dinge, die passiert sind. Wobei ich mich aber frage, kam das jetzt echt von mir? Von mir aus? Oder habe ich mir das nur eingebildet? Oder gar, ist das wirklich passiert? Ich kann es nicht klären. Ja, ihr wisst, ich glaube an paranormale Dinge. Ich glaube, dass es sowas gibt. Ich bin mir aber null sicher, ob ich mir das einbilde, was hier passiert ist, oder ob ich einfach nur Paranoia bekomme. Oder ob das wirklich so ist. Ob das wirklich so ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Dass hier drin, oder dass hier in dieser Wohnung schon ein paar Sachen abgehen. Ne? Weiß ich nicht.
Vielleicht, wie gesagt, lasse ich mich auch ein bisschen zu sehr beeinflussen von den Videos von Creepypasta Punch. Aber so... Ja, 50er Jahre Baujahrwohnung. Wenn man sich vorstellt, dass hier bestimmt die eine oder andere Person gestorben ist, die dann als Geist von mir zurückgelassen wurde. Da bekomme ich schon mit der Angst zu tun. Also, ich bin mir nicht sicher, ob es hier spukt. Deswegen habe ich das halt in Frage gestellt. Aber, ich kann es mir vorstellen. Naja, also, ich weiß nicht. Manchmal ist es auch so, wenn ich nachts aus dem Fenster gucke. Und halt so den Baum, neben meinem Fenster rascheln sehe. In meinem Arbeitszimmer jetzt, ne? Die Straße gucke. Er ist schon schaurig. Es ist schon ein schauriges Bild. Wisst ihr, manchmal habe ich auch so diesen Gedanken von wegen so, ey, guck jetzt bloß nicht raus, ansonsten siehst du noch irgendwie in diesem Garten eine Person rumstehen. Und ich traue mich nicht. So, wisst ihr, auch momentan ist es so, gerade wenn es Nacht ist, wenn es dunkel wird, ich kann nicht mehr im Dunkeln durch die Zimmer laufen. Kann ich nicht. Zum Beispiel, wenn es irgendwie Mitternacht ist und ich gehe halt auf Klo, dann muss ich ja quasi von meinem Arbeitszimmer in die Küche, von der Küche in den kleinen Flurbereich und von dem Flurbereich kann ich dann quasi ins Badezimmer gehen. So, und ich kann auf diesem Weg nicht ohne Licht da durchlaufen. Also ich... Geht nicht. Weil ich mir einfach denke, was ist, wenn jetzt hier in den Schatten jemand auf mich wartet? Dann mache ich lieber das Licht an und diese Person ist weg oder diese Kreatur ist weg. Nennt mich beschränkt, nennt mich para... weiß nicht. Beleidigt mich, als ob ich Paras hätte, aber so ist das halt. Vielleicht habe ich auch nur diese Ängste. Einerseits wegen dem Video, andererseits... Weil ich halt alleine wohne. Ich lebe ja alleine in dieser Wohnung und... vielleicht bilde ich mir auch einige Sachen ein, weil ich halt wirklich weiß, oh fuck, ich bin alleine, keiner kann mir helfen, wenn ich hier alleine bin und sowas. Huiuiui. Und auch manchmal ist es so, in letzter Zeit, wenn ich im Bett liege, ich will schlafen, überlege ich schon, das Licht anzulassen, weil ich halt echt keinen Bock habe, dass ich halt irgendwie kurz die Augen zumache, etwas höre, die Augen aufmache und jemand ist vor mir. Irgendeine Kreatur sitzt an meinem Bett und keine Ahnung. Hätte ich doch nie diese Videos von Creepypasta Punch gesehen. Da würde ich jetzt nicht so mit Paranoia einschlafen oder mit Paranoia in dieser Wohnung sein. Hoffentlich ist es auch nur ein Trend und er geht irgendwann weg. Ich sollte am besten diesen Kanal ausblenden, sodass ich ihn nie wieder sehen kann. Naja gut. Habt ihr auch solche paranormalen Geschichten oder generell habt ihr den Verdacht, dass es spukt? Glaubt ihr an paranormale Dinge oder so? Schreibt es in die Kommentare. Sagt mir eure Erlebnisse mit geisterhaften Erscheinungen, wenn ihr welche habt. Würde mich freuen, davon zu lesen. Haut rein und bye.